Prozess. Besonders ist natürlich aus grünem Bohnen direkt geröstet. Was soll es besser sein? Also der gefällt mir sehr gut und ist eigentlich genauso gut stark hier für die Messe. So wie ein Kaffee sein soll. Also richtig kräftig und stark. Ja. Der Kaffee ist ganz schrecklich, deswegen habe ich auch schon zwei Tassen davon in der Hand und trinke heute meinen dritten. Nee, der Kaffee ist super. Gerade, dass man sich so ein bisschen auch die eigene Stärke mit der Röstung einstellen kann, finde ich schon ziemlich cool. Ich bin der Martin. Ich bin die Nicole. Kaffee ist klasse. Kaffee schmeckt gut. Ja, dass man auf einfachem Weg sehen kann, wer steckt eigentlich hinter meinem Kaffee am Morgen. Ja. Und da quasi die Story des Kaffeebauers noch mitkriegt, das finde ich ziemlich cool. Ja. Ja, also ich finde den Kaffee auf jeden Fall richtig gut und das Besondere daran ist auf jeden Fall der Geschmack und das Röstaroma, was man auf jeden Fall auch schmeckt. Also ich finde ihn sehr, sehr lecker. Man merkt, dass er sehr, sehr frisch gemacht ist und ja, er ist voll, ohne zu hart zu sein. Also er ist relativ mild, aber trotzdem kräftig und das macht einfach Spaß, den zu trinken. Sehr gut. Ich trinke eigentlich keinen Filterkaffee, sondern nur Espresso. Aber für Filterkaffee ist der wirklich sehr aromatisch und sehr lecker. Ich staune eigentlich auch. Also der Geschmack ist echt gut. Und ja, sonst trinke ich eigentlich Kaffee aus der Kettmaschine und werde eine Überlegung umzusteigen. Kaffee ist frisch gebraut, das schmeckt man auch. Und sehr intensiv vom Geschmack. Ich trinke ihn lieber mit Milch noch dazu, aber so ist er auch schon sehr interessant. Das schmeckt sehr frisch, sehr leicht und wir kaufen später.